Hallo liebe Leute, ich bin Sascha, für Sie mein SP nach Ewigkeiten. Super. Okay, ich weiß, mein Mikrofon ist scheiße, aber das Video dauert, wird eh nicht lange dauern. Dann gehen wir gleich los. Na? Okay, gut. Ich habe immer noch nicht genug Blumen gepflanzt, aber ich bin kurz davor, eine perfekte Stadt zu kriegen. Dann mache ich es auf einem anderen Video. Aber der Hauptgrund, warum dieses Video jetzt überhaupt gemacht wird, obwohl ich so lange kein Emotion mehr gespielt habe. Also das ist übrigens ein Grazia-Outfit, ich habe es endlich hinbekommen, schnell genug die Knöpfe zu drücken bei Grazia. Metal Gear Solid war scheinbar gutes Training da. Falls ihr das nicht versteht, die Folterszene in Metal Gear Solid sind immer ziemlich Knöpfe drückend. Ja. Auf jeden Fall, ich habe jetzt etwas geschafft in diesem Spiel, was ich bisher noch nie geschafft habe. Und ich lasse euch in diesem Moment gleich mal teilhaben. Oh, lol. Na gut. Oh, ich wollte eigentlich keinen Brief versenden. Nein, lass mich in Ruhe. So. Warte, Konto. Okay. 50.000. 400 Sternis will er nur noch. Ah, oh, Son of a Beach. Gut. Nein. Hm, okay, die beste Methode, um das Geld zu kriegen, würde ich mal sagen, ist Schaufeln. Okay. Nur noch viermal. Hm. Nein. Dumme Löcher, die brauchen wir eh nicht zu machen. Na. Komm. Und ja, ich bin zu faul, um zurückzugehen und dann Papieren zu verkaufen. Hm. Das wollte ich gerne behalten. Der Regenschirm wird wahrscheinlich nichts wert sein. Komm, Bäume, enttäuscht mich nicht. Ihr enttäuscht mich, Bäume. Linkplay sondern. Hallo Linkplay. Also das ist nicht im Chat, bevor ich was falsch denke. Eine Schubkarre. Hm. Ich sag mir, ich mach's mir einfach. Ich werde jetzt auf dem Weg zu Town Nook die ganze Zeit Bäume schütteln. Und wenn ich auf dem Weg bis dahin genügend Geld kriege, dann laufe ich halt zurück. Obwohl eigentlich ist es irgendwie langsamer als der andere Weg. Ach. Wow, sonst wenn man irgendwie in den Bäumen was sucht, findet man es nicht, weil einfach nur Geld rausfliegt. Und heute, das ist einfach nur fick dich. Na, fuck, fliege. Komm schon. Na, wo ist das Geld? Bäume. Really. Diese dummen Bäume, echt. Ne, ich hab keinen Bock mehr. Verkaufe jetzt einmal, was ich habe und tu das. Was ist das? Nicht, ach, drauf geschissen. Ja, ja. Ah, ich hab jetzt Hyperdruck endlich. Ach, ich zeige euch das auch gleich mal schnell. Da ich nicht genau weiß, ob ich das schon mal in irgendeinem Display hier gezeigt habe. So. Gut, das soll mal reichen für dein Haus. Also, so sieht es aus. Da sind die Blumen, Werkzeuge, heftige Musik, ich weiß. Das war in dem Programm im Hintergrund. Hier sind Teppiche, Outfits und Rebel. Das reicht auch. Jetzt wisst ihr, wie Hypernook in Animal Crossing begegnet aussieht. Und vor allem das Coole ist, dass es nicht so extrem früh schließt wie bei den anderen Versionen. Da schließt es nämlich schon um 9. Was ich persönlich immer ziemlich ätzend fand. Am besten ist der Supernook, denn wenn man irgendwie bis spät in die Nacht in Let's Go to the City Insekten gefangen hat, ging ich einfach mitten in der Nacht zu Town Nook und habe ihn einfach meine Insekten in die Hand gedrückt und bin wieder raus und habe neu gesammelt. Super einfach. Ach ja, falls ihr euch fragt, wie ich da den Großteil meines Geldes verdient habe, durch die Schneemöbel, die man durch Schneemöbel bekommt, und durch die Halloween-Möbel und durch Fossilien. Sehr viel mehr habe ich echt nicht gemacht.
So. Wie möchtest du ihn zurückzahlen? Alles. Schulden das nur des Sternes. Ach ja, was für ein Moment. Das letzte Säckchen Geld rollt über den Tisch. Ja gut. Okay, das war's. Ich glaube, jetzt müsste er sich freuen. Aha. Mal wieder wie meine keine Schulden mehr. Aber das ist auch diesmal das letzte Mal. Unglaublich. Denn das Obergeschoss, das wird auch nicht mehr größer. Ich zeige euch mein Haus nachher, denn im zweiten Teil der Folge werde ich noch einen Tag vorspulen, damit ihr das Haus und alles fertig sehen könnt. Denn es wird sich noch was ändern. Ich glaube, die Bewohner erzählen auch einen, was da passiert, deswegen weiß ich das auch. Unglaublich. Okay. Das wird wahrscheinlich nicht heute geschehen. Deswegen speichere ich jetzt mal ab. Ist gar nicht mein... Ah ja, okay. Na, bis gleich. Okay. Willkommen bei dem Finale. Was nun geschieht, habe ich selber noch nie gesehen. Achso, nee, das ist anders. Er hat den Leuchtturm, wieder das Leuchtturm-Dingsens und, ich hatte irgendwie keine Lust und das voll vergessen und ich hatte auch keine Lust zurückzuspulen und das würde wahrscheinlich eh nicht wieder aufgehen, weil ich keine Zeit habe und deswegen habe ich es verlassen. Eigentlich habe ich aus Videos kenne ich eigentlich was anderes jetzt. Aber ich habe eine Smartbank, die kann ich auch gleich kaufen. Gehen wir mal zum Bahnhof. Das soll gesehen werden. Fuck yes. Es glänzt sogar immer. Episch. Sind sogar meine Augen! Awesome. Na gut, gehen wir trotzdem mal zu Nock. Denn wie gesagt, ich könnte schwören, dass es eigentlich noch was gibt. Naja, wie gesagt, ich frag ihn jetzt mal. Aber die Statue, das mit der Statue finde ich eigentlich ganz cool. Das gibt es in den anderen Animal Teilen nicht. In Let's Go to City kriegt man dann einfach einen Flaggenmast. Eigenartig. Okay. So wie ich das Ganze gab es noch irgendwie an der Spitze so ein komisches Windteil, so ein Hahn. Irgendwie sowas. Keine Ahnung, wie man das bekommt. Ist mir auch relativ egal. Ich habe jetzt diese goldene Statue. Mache davon nochmal einen Screenshot. Naja, das war's. Das war's dann mal mit Animal Crossing. Ich bin durch. Ich habe meinen Kredit abbezahlt. Ich bin frei. Ich bin komplett frei in diesem Spiel. Unglaublich, was? Tja, 83 oder 84 Folgen, über 80 Folgen von diesem Spiel. Ich als Let's Player bin stolz auf mich,
auch wenn viele Parts scheiße waren, wenn mein Mikro scheiße ist, wenn ich selber vielleicht kein guter Let's Player bin. Es ist mir egal. Ich hatte viel Spaß bei diesem Projekt. Ich weiß nicht, wie es in Zukunft mit meiner Let's Play Karriere aussieht, denn mit 400 Abos nur 15 Views zu bekommen, das ist erschütternd und da habe ich keine Lust drauf. Da mache ich lieber anderes mit meiner Zeit. Wer weiß, YouTube wird aber trotzdem immer für mich ein Medium bleiben. Ich werde vielleicht in anderer Form Videos machen. Ich habe da schon Pläne. Inwiefern sich diese sich realisieren, das sehe ich noch. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, falls ihr diesen Kanal... Bald ihr den Kanal abonniert, dann werdet ihr vielleicht noch etwas Besseres als diesen Let's Play-Kanal finden. Mit mir. Gut, Leute. Tschüss und bis irgendwann mit irgendwas. Habt ein schönes Leben.